Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder pixelfrei und etwas völlig anderes. Ich hatte es ja schon angekündigt, es gibt etwas Neues. Das war allerdings schon ein bisschen her, dass ich es angekündigt habe. Nämlich genau 6 Monate oder fast 7 Monate jetzt. Und das ist das Neue, was ich mir zugelegt habe, worauf ich so lange gewartet habe. Denn momentan ist es sehr schwer, so ein Ding zu bekommen. Und ihr habt es wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung gesehen, es ist ein Gumotex Luftboot, das Gumotex Sea Wave, so ist der Name von dem Ding. Und ja, ich habe das hier auf dem Eckler Beach Rolli einfach mal so aufgestellt und will euch jetzt zeigen, wie man das Ding aufbaut und ja, wie das Ganze so funktioniert. Ich habe das jetzt, das ist das Aufwendigste, was ich je gemacht habe, so an Videos, denn man braucht ziemlich viel Platz. Und ich habe tatsächlich jetzt 3 Kameras, also ich habe einmal die Osmo Action, ich habe meine alte Panasonic Videokamera und ich habe mein Handy auch noch aufgestellt, damit nichts schief gehen kann. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin und ja, es geht hier um den Aufbau und was da so im Lieferumfang dabei ist. Der Beachrolli natürlich nicht, ich zeige euch das jetzt. Also viel Spaß bei diesem Video. So Freunde, los geht's. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich muss mich eigentlich so hinknien, damit ihr mich sehen könnt, weil sonst habe ich immer keinen Kopf. Ich habe die Kamera schon so ein bisschen so ausgerichtet, dass es ungefähr passt. Es geht los. Ja, das Ding wird in diesem Packsack geliefert. Und wie schon gesagt, ich bewege das mal. Ich habe das hier auf dem Eckler Beach Rolli. Das ist so ein Ding, das hatte ich vorher schon mir mal zugelegt, um Sachen zu transportieren. Und jetzt habe ich das natürlich parat, sozusagen für mein neues Hobby, für mein neues altes Hobby. Das Paddeln und das Kajakfahren. Und ja, ich zeige euch das mal. Ich habe das hier. Ich hoffe, ihr seht das jetzt ganz gut. So müsst ihr das eigentlich ganz gut sehen. Ich habe das den Packsack hier hinten durchgeschlauft. Habe den einfach mal so hier ja, befestigt, indem ich das hier durch die beiden Laschen gezogen, also rechts und links. Und man kann das dann einfach aufzippen. Und hier sind die Paddel. Das sind die Paddel, die habe ich jetzt mal hinten reingesteckt. Und halt für 2 Leute, uah, momentan, ich muss ja aufpassen, es ist sehr beeng. Es ist sehr beeng. Ja. So, damit ihr mich auch seht. Das sind die Paddel. Das sind Paddel von Ökosport. Da habe ich das Kajak gekauft. Das sind halt 2 Stück. Und man kann die zusammenstecken. Also, ne, geteilt für den besseren Transport. Sind haargenau die gleichen, für mich und Else. Das war jetzt laut wahrscheinlich. Freunde, man steckt das so zusammen. Also man macht hier diesen Schnupsi auf. Dann kann man das zusammenstecken. Und ja, man hat hier dann so eine, ich zeige euch an der Kamera mal. Man hat hier halt so eine Einteilung, wo man das Ganze dann verstellen kann. Das heißt, ja hier im Grunde. So werden sie jetzt auf 40 Grad verquert. Also, ne, dass man so und so paddeln kann, 40 Grad. Ja, mit welcher Einstellung ich dann fahre, weiß ich nicht. So wäre es auf 0. Und man kann die in der Länge halt variieren. Hier von 30 cm bis 40 cm, ein bisschen mehr in der Länge. Weiß ich nicht, ob das so den großen Unterschied macht. Ich werde sie wahrscheinlich so paddeln auf 40. Wahrscheinlich so auf 40 und so ein bisschen verdreht. Ausprobieren, wie schon gesagt. Ja, und dann kann man das so zusammenzippen und dann kann man damit paddeln. Die sind aber heute nicht erstmal das Wichtigste in diesem Video, sondern es geht heute erstmal um das Boot. Die Boot. Das Boot. Wie schon gesagt. So, kommt das in den Packsack hier angeliefert. Ich stelle den Rolli mal nach hinten, damit er nicht im Wege ist. So. Achso, nochmal was zu dem Rolli. Ganz kurz. Wenn ihr wollt, kann ich da auch mehr drauf eingehen auf das Ding. Das ist nämlich richtig genial. Das Gute ist, man kann das Ding einmal natürlich nutzen, um da alles Mögliche mit zu transportieren. Man kann ihn auch zusammenklappen, ne? Also ihr seht, kann ihn auch ganz klein zusammenklappen. Man kann auch dieses Teil hier noch runterklappen, dann ist er noch kleiner. Und man kann ihn auch wunderbar, ich hoffe, das funktioniert. Ah ja, man kann ihn auch wunderbar als Stuhl benutzen. Wenn man also das Kajak vorhat, kann man da noch so eine Füßchen drauflegen, wenn man das unbedingt will. Perfektes Ding, nicht ganz so billig, aber soll robust sein. Wie schon gesagt, wenn ihr da mehr von hören wollt, von dem Ding, einfach in die Kommentare damit. So Freunde,
jetzt, ich packe den mal ganz beiseite. So, damit ihr euch ganz auf das Kajak konzentrieren könnt. So seht ihr mich nicht, damit ihr euch ganz auf das Kajak konzentrieren könnt. Komm mal rüber, mein Freund. So, da ist es eingepackt in diesen Gumotex Packsack. Da sind ein paar Sachen dabei. Man hat hier an der Seite, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit von der Kamera weg bin, dann hört er mich A nicht und B seht er mich dann nicht so schön, ja, wie ich bin. Oh Gott. Man hat hier so einen Spanngurt. Den kann man auch noch aufmachen, dann ist das Ganze noch ein bisschen lockerer zum raus und reinpacken. Hier oben ist es einfach verdreht, ne? Man kann es also auch so ganz klein zusammenpacken und dann übereinander schlagen. Ja. In dem Ding habe ich, das muss ich mir auch noch dazu kaufen, eine Luftpumpe natürlich, mit Manometer. Hier die Luftpumpe von Advanced Elements. Packe ich mal hier vorne hin, die brauchen wir gleich noch. Die wird mich gleich noch quälen. Dann die Finne. Die Finne, das ist das Ding hier. Formschöne Finne. Nicht aus Finnland. die kann man unten in das Boot stecken, damit man noch einen besseren gerade Auslauf hat. Brauchen wir erstmal nicht für diesen Erstaufbau. Jetzt hole ich mal das Boot raus. Ich hole es mal raus. Das ist das Boot. Die Boot. Das muss noch hier. So. Hier kommt das hin. Und weg. Im Packsack ist noch weiteres Material enthalten. Habe ich da reingeschupft. Und zwar einmal natürlich die Bedienungsanleitung. Wie man die Finne aufstopft, wie man das Ding aufbläst. Und eine Checkliste sehe ich gerade hier von Gumotex. Sehr cool. Sehr cool. Wir haben das nochmal, also im Grunde die Liste von der Endprüfung, ob das alles in Ordnung ist. Da hat also nochmal jemand in der Tschechei rübergeschaut. Ja, Gumotex kommt aus der Tschechei. Warum ich mich jetzt für dieses Boot entschieden habe und nicht für zum Beispiel eins von Grabner oder eins von, keine Ahnung, von Decathlon, da gibt es ja auch so eine Reihe. Oder da kann ich noch mal ein extra Video drüber machen. Heute geht es nur um den Aufbau, Freunde. Heute geht es hier nur um den Aufbau. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt noch so sehen. Sieht ganz gut aus auf der Kamera. Also man faltet das dann so auseinander. Wir falten das dann auch hinterher wieder zusammen, wenn das alles erledigt ist. Okay. So, da ist es in seiner vollen Länge. In seiner vollen Länge. Ich kann euch jetzt wieder mal mit auf die Reise nehmen, damit ihr es auch mal schön von allen Seiten seht. Unaufgeblasen, wie ich. So sieht das Ganze aus. Ich sehe euch jetzt nicht übrigens. Das ist sehr gut. Das ist ausgezeichnet. Aber die Aufnahme läuft. Also das ist es in seiner vollen Länge. Das Gumotex Seawave. Stelle ich mal wieder ab. Achso, da kann ich euch gleich noch zeigen. Wir haben hier die Kammern zum Aufblasen des Ganzen. Ja, dazu jetzt mehr. Oh, dann werden wir da richtig hinstellen, damit er nicht das Falsche filmt. Ich hoffe, das passt. Die Luftpumpe bin ich? Nein, die Luftpumpe ist das. Die Luftpumpe habe ich mir hier, wie schon gesagt, jetzt neu gekauft. Da ist ein Anschluss dabei für die drei Hauptkammern und so ein Manometer, was allerdings, werde ich euch gleich nochmal zeigen, nicht so richtig funktioniert, also meiner Meinung nach nicht so richtig funktioniert. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, es ist recht kühl hier oben, das ist alles stockensteif hier, das ganze Kram ist alles stockensteif und deshalb muss man ein bisschen aufpassen, gerade bei Kunststoff, dass einem das nicht wegbricht. Ihr müsst mit diesen Ventilen etwas vorsichtig sein, weil sie sind fest verbaut im Sitz. Okay, die Luftpumpe kann auch mal kaputt gehen, da holt man sich einfach eine zweite. Ich hoffe, das war eine ganz billige. Das ist hier meine neue Luftpumpe, die geht etwas schwerer, deshalb habe ich eigentlich die andere genommen, aber gut. Wir machen aber zuerst nicht
das, sondern, also wir pumpen erst nicht die Hauptkammern auf, sondern die Seitenkammern. Dafür falten wir das Ding erstmal auseinander. So, machen wir mal ein bisschen breit. Man muss das nämlich so zusammenlegen. Seht ihr dann am Schluss nochmal, wie man das Ganze zusammenlegt. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen. Es ist relativ laut hier oben, weil hier nichts wärmeisoliert ist. Es ist halt ein Dachboden. Ja. Und hier vorne geht direkt die Straße lang, deshalb ist es ein bisschen laut. So, jetzt ist es mal richtig breit. So ist es mal richtig breit. So breit hatte ich es noch nie auseinandergepackt. Oh, irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, und wir pumpen jetzt die einzelnen Elemente auf. Ich habe das jetzt hier in der, ihr seht mich nicht. Ich habe das jetzt hier in der Zweier-Variante, also für zwei Personen. Man kann das aber auch in der Einer-Variante und in der, sogar noch in der Dreier-Variante paddeln oder beziehungsweise aufbauen. Es ist aber erstmal nur für zwei ein Sitz dabei und eine Fußstütze. Fußstützen. Fußstützen sind diese Dinger hier. Das sind die Fußstützen. Die kann man aufpumpen, entweder mit dem Mund. Ich zeige euch das mal. So ist es eigentlich wahrscheinlich auch gedacht, dass man die gar nicht so fest aufpumpt. Das sind einfach nur so kleine, ja, wie so kleine Kissen. Und die sind an so Gurten fest. Die sind einfach nur, ne? Ihr seht das hier. So sehen die aus. Das ist das Ventil. Ja. Und ich habe auch noch eine andere Möglichkeit, die aufzupumpen. Und zwar, dafür muss ich nochmal in den Pax. Ne? Ist alles kursiert und live. Ne? Also Freunde, scheltet mich nicht dafür. Ich habe noch ein paar Sachen dabei. Also einmal hier das Flickzeug, das ist im Lieferumfang verhalten ist das, enthalten. Und, kann ich auch noch zeigen, liegt hier hinten. Hätte eigentlich mit in die Packtasche gemusst, aber ihr kennt mich ja, Chaot. Liegt da hinten irgendwo rum. Dann ist da noch ein Schwamm drin, wahrscheinlich um das Boot, wenn es nass aus dem Wasser kommt, einfach zu trocknen, wenn man es dann direkt verpacken will, damit man es nicht nass in den Packsack packt. Das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Da ist hier so ein, seht ihr das? So ein Schlüssel, damit kann man die Ventile rausschrauben. Na, einfach rein und also die Hauptventile von der Boden und von den Seitenkammern. Und halt ein Schwamm. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. So, dann das Ding. Genau, kommt mal hier hin. Dann lass ich ja auch wieder liegen. Dann habe ich hier Flickzeug dabei mit Kleber. Und ein improvisierter Schnupsi nenne ich dieses. Dieses Teil nennt sich Schnupsi und der Schnupsi, den kann man benutzen, um zum Beispiel die Sitze aufzupumpen. Das ist der Originaladapter von Gummotex, der ist auch dabei für die Dinger, also für die Hauptkammern. Den packen wir jetzt mal hier hin und finden ihn nachher nicht wieder. Schnupsi dran, so sieht das aus, und einfach ein kleiner Gartenschlauch und ein etwas dicker Schlauch auf einen anderen Nupsi drauf gefrömmelt. Und dann kann man hier jetzt nämlich auch, wenn man das will, und nicht jetzt seine Atemluft in die Dinger reinpusten, weil die kann ja ein bisschen feucht sein, gerade wenn man eine feuchte Aussprache hat, so wie ich, kann die ein bisschen feucht sein. Deshalb kann man auch so ein Ding sich improvisieren. Da war leider bei der Luftpumpe, bei der Advanced Elements, war kein passendes Teil dabei. Und dann schnupst man das hier so drauf. So zum Beispiel. Macht das Ventil auf. Ich muss echt vorsichtig sein mit den Ventilen. Wenn ich die kaputt mache, ist der Sitz im Arsch. Und dann kann man das aufpumpen. Ich würde euch empfehlen, den immer so ein bisschen aufzurichten. Ich mache einen mit dem Mund und einen mit meiner Konstruktion hier. Ein bisschen geht noch. So, dann zudrehen oder zudrehen ich auf. Zudrehen, abziehen, fröhlich sein. Ihr seht, das ist jetzt so larifari aufgepumpt. Ne? Fußstütze wieder rein. Ist okay. So. Fußstütze wieder rein.
Die kann man in der Länge natürlich verstellen. Ne? Ich bin relativ groß, muss sie relativ weit nach vorne stellen. Jetzt hatte ich ja gesagt, und ihr seht schon, ihr seht das nicht, aber hier in dem kleinen, nee, Quatsch, vergesst das, schneide ich hinterher raus. den vorderen Sitz, wie versprochen, machen wir jetzt mal mit der Mund. Machen wir mit der Mund, damit ihr mal seht, wie der Unterschied ist. Also man kann hier auch mit dem Mund aufpumpen. Ich glaube, es geht sogar besser. Eigentlich macht man das, wenn man die abmontiert hat. So. Und seht ihr, das ist ein Problem. Ich mach die mal hinten ab. Vielleicht geht das besser. Das ist die nur an der Seite dran. Also. Oh Gott. Also, das ist wahrscheinlich voll die rote Birne. Höchstwahrscheinlich. Aber es geht. Ganz leicht. Überhaupt kein Problem. So, ich ziehe den wieder rein. So, ich habe mir überlegt, war das vielleicht falsch? Nee. Alles richtig gemacht. Diese Markierung hier in dem Boot, die zeige ich euch gleich auch nochmal, wenn es dann aufgepumpt ist, die sind manchmal ein bisschen missverständlich. So. Na, Sitz, der ist jetzt noch flach. Diese kleinen Fußstützen könnt ihr auch hier mit aufpumpen. Das ist wirklich easy peasy. So, also im Grunde könnt ihr euch diesen selbstgebastelten Adapter sparen. Könnt ihr euch wahrscheinlich sparen. So, jetzt geht's ans Eingemachte, Freunde. Jetzt haben wir die Sitze und die beiden Fußstützen aufgepumpt. Ups. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt müssen wir nämlich die Hauptkammer aufpumpen. Und dafür drehe ich den einfach ab. Und drehe diesen Adapter, den ich hier bereitgelegt habe, einfach drauf. Und ab geht die wilde Fahrt. Das zeige ich euch nochmal genau jetzt. So, passt mal auf. Also, wahrscheinlich ist es nicht so schön hell jetzt, wie ich das gerne hätte. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wir haben hier die Seitenkammern, hier und hier die Bodenkammer. Und ihr seht schon, das Ganze wird mit 2,5 Bar aufgepumpt. Ach Quatsch, 0,25 Bar. Das sind ungefähr, wie heißt das andere? PSI? PSI, ne? Das sind ungefähr, wieder auf die Markierung stellen, so. Also 0,25 Bar sind ungefähr 3 und ein paar zerquetschte PSI. Ich habe hier mir extra so ein Ding zugelegt. Das ist ein Druckprüfer. Den habe ich von Amazon für, keine Ahnung, 18 Euro oder so. Ist aber wichtig, weil wenn man diese Kammern überpumpt, kann es dazu kommen, dass ja, sich diese Laminierung innen drin, wo die Kammern zusammengeklebt sind, dass die sich löst. Ja, im Sommer, sagen wir mal, ihr pumpt das morgens auf, wenn es noch kühl ist, pumpt das mit 2,5 Bar auf, legt es dann, fahrt dann damit und legt es dann hinterher zum Trocknen in die Sonne, Luft dehnt sich aus, kann sein, sollte man ein bisschen vorsichtig sein, werde ich ein bisschen vorsichtig sein. So ein Luftkajak von Gummotex ist, also auch gerade dieses, ist nicht ganz so günstig, dass man das einfach mal so verschmerzen könnte. Wir pumpen zuerst die Seitenkammern auf. Jetzt könnt ihr gleich den Opa beim Malochen sehen. Wir pumpen zuerst die Seitenkammern auf. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich weiß noch nicht, ob ich das einen Zeitraffer mache. Vermutlich. Ich kann mich auch hier hinten hinstellen, aber ich kann mich auch hier vorne hinstellen. Das ist eigentlich egal. Okay, auf geht's, Freunde. Wenn ich mich hier hinten hinstelle, ich stehe ja eh gebückt, dann könnt ihr wahrscheinlich aber besser sehen, wie sich das Boot aufbläht. Also, auf geht's. Ah, stopp. Gleich ein Fehler von mir. Ich kann pumpen, solange ich will. Nein, hier ist jetzt schon ein bisschen was drin. Man muss vorher, das muss ich euch nochmal zeigen, das ist wichtig, relativ wichtig. Man muss zuvor, bevor man im Grunde aufpumpt,
ihr seht ja diese Schnupsis. Zeig mich das mal von der Seite. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Die sind normal so, wenn die Luft abgelassen ist. Um die Luft aufzupumpen, einmal hier drauf drücken, dann kommt er so raus, eine Feder dran. Und dann ist die Ventilfunktion gegeben. Die Ventilfunktion ist gegeben. Verstanden? Ja. Ich denke mal, ihr habt's. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So. Ich bin mir nicht sicher. Nochmal mache ich diese Aufnahme nicht. Vielleicht mache ich hinterher noch ein paar Outtakes von den anderen Aufnahmen, wenn ich dazu noch Muße habe. So, Freunde, pumpen. Jetzt aber. Das ist eine Doppelluftpumpe, das heißt, beim Runterdrücken, beim Hochziehen wird jeweils Luft nach vorne gepumpt. Und wenn man das Ventil falsch anschließt, dann kommt die Luft hier raus und man zieht die Luft aus dem Boot. Das ist albern. Deshalb immer ganz wichtig. Nee, war richtig. Oh, ich habe es richtig gehabt. Ich habe es auf Anhieb richtig gehabt. Naja, muss ja auch mal was klappen. So, auf geht's jetzt. Ich habe jetzt schon Rückenschmerzen. Weil ich weiß, was auf mich zukommt. Ich mache das jetzt zum letzten Mal. Egal, wie die Aufnahme wird. So, das Kneter knistert und knarrt, ist allerdings hier noch relativ weich. Ich pumpe weiter. Ja, das ist schon ordentlich. Vom Pumpen her würde ich sagen, dass wir jetzt den richtigen Stand erreicht haben. Das Ventil kann man einfach rausziehen. Ich zeige euch das gleich nochmal im Detail. Aber ich will mal testen, wie viel Druck ich jetzt habe. Nein. Nein. Ich wollte testen, wie viel Druck ich habe. Und nicht. Wahrscheinlich. Man hat hier so Ringe, die man hier einhängt. Gott, ich hasse es. Ich habe jetzt nur den gelben Ring drin, ne? Es ist egal, wie rum das ist. Ich wollte testen, wie viel Druck ich drin habe. Ich habe die Luft mal eben abgelassen. Okay, so geht's nicht. Man drückt auch direkt das Ventil rein. Das ist total gut. Wenn ich beide Ringe untermache, werde ich es vermutlich immer aufgeschoben kriegen, oder? Das passt. Okay, wenn ich nur den kleinen Ring weglasse. Das ist jetzt ein bisschen Frickelei. Mit dem Luftprüfgerät. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Wahrscheinlich muss es so rum drauf, ne? Aber naja, wir haben ja. Ist ja egal, ich pumpe das ja gerne nochmal auf. Ist überhaupt kein Problem. Der Schnupsi muss draußen bleiben, genau. Jetzt nochmal. Es ist unfassbar. Ich wollte prüfen, wie viel Druck wir haben. Ja, geht noch? Geht noch?
So. Das Ding raus. Ah ja, gut geht's. Ah. Das ist... Nein, warum geht das Ding denn wieder auf? Was ist... Warum geht das auf, wenn ich prüfe? Das ist jetzt heftig. Weil ja, ihr feiert das gerade, ne? Weil mir jedes Mal wieder in die Luft flöten geht. Gibt es da einen Trick? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein, ich bin da alles raus. Alles eiskalt rausgeschnitten. So ist es ganz gut aufgepumpt. Kammer 1. Jetzt Kammer 2. Kammer 2. Irgendwas haut da noch nicht hin mit dem Tester. Da müssen wir noch mal, da müssen wir noch mal reden. Man kann das auch in dieser Frosttechnik machen. Ach, man kann auch kurz mal Pause machen und seinen Rücken an die schräge Wand legen. Noch nicht. Jetzt packe ich schon mal die Sitze hier ein bisschen hin, wie sie hinterher hängen sollen. Für eine kurze Pause auch für mich. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Es gibt immer Neuigkeiten beim Aufpumpen. Weiter geht's. Ja. So, das soll reichen. Ordentlich straff. Hier ist auch noch so eine Schraube drin. Ne? Da ist noch so eine Schraube drin. Vermutlich muss ich die ein bisschen reindrehen. Ja. Hier ist eine Schraube drin. Vermutlich muss ich die ein bisschen reindrehen. Ich hole mal einen Schraubenzieher. Bleib dran. Da bin ich wieder. Hier. Man sieht das wahrscheinlich nicht, ist zu dunkel. Hier ist so eine Mikroschraube drin, die man auch runterdrehen kann. Wahrscheinlich, damit man sich nicht automatisch die Luft ablässt. Das könnte das Rätsels Lösung sein. Oder auch nicht. Ja, besser. Ja, so ist besser. Ja, demnach würde es noch weitergehen. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich pumpe noch weiter auf. Also, wer Probleme mit diesem Ding hat, guckt sich dieses Video auch an. Das ist jetzt schon verdammt. Das ist jetzt schon ordentlich straff, würde ich mal sagen. Nochmal messen. Ja.
Das sind genau 0,25 Bar. Ihr seht das, ich kann das hier gerade so eindrücken. Auf der Seite hier haben wir, das ist weicher, das ist schon ordentlich, das ist schon ordentlich straff. Ich jetzt hier so, ne? Seht ihr ja. Auf der Seite hier habe ich gerade mal 1,5 Bar. Okay. Das heißt, da muss noch was drauf. Gut, es funktioniert. Und es funktioniert doch. Mein Herr, ey. Da muss doch einer. Da war noch nicht. Da war keine Bedienungsanleitung dabei. Bei dem Teil. Ich packe euch den Link von dem Ding mal in die Videobeschreibung. Also, es funktioniert. Ah, muss noch ein bisschen. So soll es reichen. Jetzt kann ich das nochmal testen. Ja. Ja, passt. Du hast es ideal aufgepumpt. 0,2 Bar habe ich jetzt. Aber warte mal, 0,25, ne? Also ungefähr 3 PSI. So ein bisschen. Ja. Ja, so passt es. Also hier auch noch ein bisschen was ablassen. Ja. Ja, so ist ganz gut. Also ungefähr 3 PSI. 0,25 Bar. So sieht das dann aus. Man kann es hier halt noch so eindrücken, aber halt nur noch ein bisschen. Jetzt letzte Kammer. Und die werde ich jetzt mal aufpumpen, bis das Überdruckventil auslöst. Warum mache ich das? Wahrscheinlich, weil ich kann. Man denkt immer, bei der Bodenkammer ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Ist es aber. Da passt genauso viel rein wie in die Seitenkammern. Warum, zeige ich euch gleich nochmal. Und von Mal zu Mal werden meine Videos länger. Unfassbar. Profi. Ich glaube, das Handy nimmt schon gar nicht mehr auf. Jetzt denkt man, oh, hat man schon ordentlich was aufgepumpt. Da ist noch nichts drin. Da ist noch nichts drin. Aber jetzt nochmal ganz wichtig. Hier nochmal die Fußstützen und die Sitze kontrollieren. Also wer hier sagt, das sah bestimmt sehr elegant aus. Wer hier sagt, 5 Minuten hast du das Ding aufgepustet, vergiss es. Viertelstunde, 20 Minuten, Max Amin. Jetzt ist das schon ordentlich aufgepumpt, geht aber noch mehr. Löst auf. Aber wir müssen es ja auf Herz und Nieren testen. Und jetzt habe ich es hier im Videobeweis. Ich glaube, ich hole euch mal hierher. Ich glaube fast, hier hinten drinne, jetzt wird es schwankig. Hier hinten drinne, nee, das geht leider nicht. Da sitzt das Überdruckventil. Da, dort. Jetzt pumpe ich mal
Ich lege mal ganz kurz hier hin. Ah, ja. Hier. Hört ihr es? Jetzt löst das aus. Und jetzt nehme ich mal einen Drucktester. Aha. Ja. Da hinten sitzt das Oberdruckventil. Und hier sagt der Drucktester jetzt ungefähr 3 PSI. Die rote Anzeige ist PSI. Und 0,225. Ja, das passt. Und was noch viel wichtiger für mich ist, auch das Überdruckmanometer passt. Das war nämlich so meine Befürchtung. Man dreht dann einfach hier den Schnürpsi oben drauf. Ne? Da ist noch mal die Barangabe. Jetzt machen wir das nochmal hier. Und sehen dann hier auch. Warte mal. Ja, es steht so im Kopf, ne? Lass dich auch andersrum machen. So, so müsst ihr das jetzt sehen. Ja, hier sind es jetzt sogar nur noch, ja, ungefähr 3 PSI. Passt, können wir so machen. Hier auch der Schnopsi drauf. Einmal umdrehen, das ist nur, damit ihr hier auf dieses Ding nicht drauf kommt mit irgendetwas, mit euren Flossen oder mit euren, mit eurer Ausrüstung, die ihr eventuell hier noch verstaut. Ja, und so sieht es jetzt aus. Das sind nochmal die technischen Daten. Hier der Sitz, ja, der Sitz und dort. Und ich setze mich gleich mal rein. Hier sieht jetzt nur mein Rücken, ne? Meinen wunderschönen Rücken. Ich mache die Beleuchtung mal gleich hier hin, Überdruckventil. Hat den Test gerade so bestanden. So sieht's aus, Freunde. Das Gumotex C-Wave für 2 Personen in der 2-Personen-Variante. Mit den Fußstützen allen drum und dran. Ich stelle euch jetzt mal hier vorne ab. Damit ihr was anderes seht. So. Unfassbar. Ja, Freunde, setz mich mal rein. Das ist die vordere Sitzposition. Direkt auf die Kamera schaut. Und ihr seht schon, man sitzt hier. Ich bin 1,86 groß. 1,89, 1,86 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und ich kann ja sehr gut sitzen. Und ich könnte die Fußstütze auch noch weiter nach vorne machen. Also, und hinter mir, die Person hinter mir, die hat auch noch ordentlich Platz. Hier, diese Fußstütze kommt immer wieder raus. Die muss man dann wieder so reinschnupsen. Das ist im Grunde meine Position. Ich kann die Fußstütze noch weiter nach vorne stellen, ein Stück. Ich muss die wahrscheinlich bis ins Äußerste nach vorne stellen. So. Und dann habe ich hier mit den Oberschenkeln, vielleicht sieht man das ja, liege ich hier auf den Seiten auf und habe eine wunderbare Kontrolle über das Boot. Über diese Fußstütze wird viel gemeckert. Da kann man sich auch von Grabner die Stemmbügel holen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich habe jetzt erstmal diese Variante gewählt. Ja, und bin da eigentlich mit ganz zufrieden. Wie schon gesagt, das muss man dann testen, wenn wir auf dem Wasser sind. Jetzt nochmal die Details zu dem Boot, die euch sicherlich interessieren. Erstmal ist dieses Gummi, ihr seht das hier, das ist nur der Sitz. Ich hole mal nochmal Licht dazu. Ihr sollt ja die volle Sache kriegen. Also, ihr seht, das ist richtig, das ist schlecht, so ist auch schlecht. Das ist hier richtig dickes Gummi. Na, das ist nicht einfach nur so dünnes Plastik. Ihr seht das hier auch an den O-Ringen, beziehungsweise an den D-Ringen und an den aufgeklebten hier. Das ist richtig dickes Material. An der
Boot selber sieht man das so nicht. Und auch alles von diese ganzen Elemente. Das hier sind zum Beispiel die Elemente, wo ihr noch so Stützen, so Metallbügel einbauen könnt. Denn, das zeige ich euch jetzt auch noch, diese Metallbügel sind dafür gut, man kann hier ist ein Klettverschluss. Hier, ne? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Ich könnte den noch ganz aufnehmen. Ihr seht, er hat richtig Angst. Ne? Hier ist ein Klettverschluss. Und in diesen Klettverschluss kommt im Grunde dann das Verdeck rein. Und dieses Verdeck wird an diesen Positionen hier, wo die einzelnen, ihr seht ja, diese Laschen da oben sind, wird das Verdeck gestützt. Na, da ist dann so ein Bügel rüber. Dann ist natürlich der Einstieg hier relativ klein. Man kann auch diese Position nehmen. Und so läuft das Wasser auf dem Verdeck lang. Hier unter diese Rille. Und da sind so kleine Lenzöffnungen. Hier diese Dinger. Und da kann das Wasser dann rüber entweichen. Das ist ganz cool. Dann haben wir noch hier eine Ketterleine. Das heißt, wenn ihr mal mit dem Ding umkippt und eventuell im Wasser seid, könnt ihr euch hier an dem Boot festhalten. Da kann man das auch so, aber dafür ist diese umlaufende Ketterleine, die ist aber auch sehr gut, um da irgendwas mit zu befestigen oder sonstiges. Ne? Ja, vorne und hinten gibt es einen kleinen Spritzschutz. Hinten kann ich euch nochmal zeigen, ist auch noch ganz interessant. Hinten seht ihr hier diese beiden Öffnungen. Ja? Die hier, da kommt im Grunde die Steuereinlage drauf, durch, die dann hier durchgeführt wird. Das heißt, hier ist die aufgesetzt, die Steuereinlage, die geht dann nach hinten raus. Und wenn das Ding keine Steuereinlage hat, kann man dieses Loch hier, was mit so einer Karte verschlossen wird, wunderbar als Entwässerungsöffnung nehmen. Wenn man das Boot dann halt ankippt so, dann kann man damit das Ganze entwässern. Also das Wasser rauslaufen lassen im Grunde. Weil es wird immer wieder Spritzwasser ans Boot kommen und so, das ist ganz normal. Ja, ansonsten von der Verarbeitung her und so habe ich da überhaupt nichts zu meckern. Das ist alles top. Klar hier, ne? Aber das ist alles super geklebt. Da ist kein einziger, da ist keine Macke drin. Ne? Klar sind hier mal so Linien, jetzt zum Beispiel vom Zusammenlegen von der Leine. Das bleibt ja nicht aus. Es ist immer noch ein Gebrauchsgegenstand, wenn man es so will. Ich stelle euch jetzt mal wieder ab. Wir sind nämlich fast durch. Wir sind fast durch. Ich muss echt noch überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Weil ich habe keinen Bock, Freunde. Ich habe keinen Bock, das Ding ein drittes Mal aufzupumpen und nicht zu fahren. Ich pumpe es ja gerne auf, um es zu fahren. Aber nur, das heißt nur, aber um es euch zu zeigen, muss ich es nicht noch ein drittes Mal machen. Wirklich nicht. Ach so, man hat vorne und hinten hat man noch, das habe ich eben nicht gezeigt, zeige ich euch auch, damit es komplett ist, hat man hier Tragegriffe, wo man das Ding relativ problemlos anheben kann. Jetzt wollt ihr natürlich auch sehen, wie das Ding von unten aussieht, was auch ganz wichtig ist für den Geradeauslauf. Geradeauslauf heißt, ich paddel, hör auf zu paddeln, also ich paddel auf dem Gewässer, höre auf zu paddeln und das Boot läuft in die Richtung, in die ich es bisher bewegt habe, geradeaus weiter. Was ist dafür wichtig? Dafür ist wichtig eine Kiellinie. Die hat dieses Luftboot. Es ist immer noch ein Luftboot. Es ist kein Falkkajak, es ist kein Festrumpfboot. Es ist ein Luftboot und deshalb wird das nie so schön geradeaus laufen, wie zum Beispiel ein Tourenkajak oder sonst was. Aber es ist extrem kippstabil dafür. Also für Anfänger, denke ich mal, super geeignet. Wenn das Ding einmal gefahren ist, ja, und das nur in so einem Testtümpel. Wir drehen das Ganze jetzt mal. So. Es ist nicht sehr schwer, ne? Man kann es problemlos so hochheben. Wir drehen das Ganze mal. Ihr seht hier an der Seite erstmal, wahrscheinlich könnt ihr das hier besser sehen. Hier an der Seite hat das Gummotex so, ja, so Riefen, die zur besseren Stabilität bzw. Laufstabilität führen sollen. Und wenn ich das Ganze jetzt mal umdrehe, so, könnt ihr das heute ganz gut sehen, schiebt man hier den Sack unter, seht ihr, dass wir hier
die Aufhängung für die Finne haben. Die Finne, ganz wichtig, wenn ihr die montieren wollt, vorher, bevor ihr es aufblast, reinmachen. Weil jetzt sitzt das hier so straff, jetzt kriegt ihr die Finne nicht mehr rein. Die kommt aber dann, wenn ihr sie braucht, zum Beispiel wenn ihr auf einem großen See fahrt oder so, habt tiefes Wasser, kein Flachwasser, dann könnt ihr diese Finne problemlos hier drunter setzen und habt dann noch einen besseren Geradeauslauf. Ansonsten haben wir hier die Bodenluftkammern 1, 2, 3, 4, 5. Und die mittlere, die dritte, die ist, ihr seht schon, steht so ein bisschen höher als die anderen. Dadurch haben wir so einen leicht gewölbten Rumpf und hier eine recht, ja, eine Kiellinie, wenn man es so nennen kann. Die ist nicht so ausgeprägt, aber sie ist vorhanden und sorgt dafür, dass das Gummitex Sea-Wave eigentlich einen relativ guten Geradeauslauf haben soll. Alles weitere dann bei der ersten Tour. Es ist, wie gesagt, eigentlich für Seen und für Zahnwasser, sagt man da, glaube ich. Das heißt, wenn man jetzt Flüsse hat, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen. Aber ich würde mal sagen, bis Wildwasserstufe 2, eventuell, wenn ihr die Fähigkeit dazu habt, also ich habe sie noch nicht, aber ich werde sie mir noch anhalten vielleicht, bis Wildwasserstufe 2 sollte das geeignet sein, sollte es kein Problem sein, weil es ist relativ kippstabil, wenn es erstmal im Wasser liegt und ja, ist auch relativ schnell unterwegs, das Ding. Von diesen Tragegurten hat man auch noch einen vorne, den zeige ich euch jetzt und dann lassen wir die, dann lassen wir die Luft wieder ab. Also Tragegurt natürlich auch vorne, vorhanden, hier kann man das Ding auch ganz einfach mit transportieren bei Umtragung etc. pp. Jetzt geht der Abbau los. Jetzt haben wir es alles aufgepumpt. Wie schon gesagt, so ist die korrekte, ja, man kann das schlecht sagen, ne? Am besten, aber selbst wenn ich jetzt die Bodenkammer aufpumpe und drücke hier mal hier so drauf, dann habe ich ja, denke ich ja, ich habe ungefähr ein Gefühl dafür. Da fühlt sich das hier in den Seitenkammern. Ich glaube, das Gummi in den Seitenkammern ist etwas dicker. Aber ihr seht es ungefähr, ne? Also man muss das hier noch so eindrücken können. Auf keinen Fall überblasen. So, Luft ablassen, ganz einfach. Hier die Sicherheitskappen, das sind wie schon gesagt nur Kappen damit. Das hat nichts mit der Dichtigkeit zu tun, ihr müsst die nicht anbrangen oder so. Das sind nur Kappen, die dafür sorgen, dass ihr nicht auf diese roten Schnöpsis kommt. Auf die roten Schnöpsis kommt. Und jetzt zeige ich euch das Ganze mal aus zwei Perspektiven. Einmal hier direkt mit an den Luftkammern einfach draufdrücken, einmal draufdrücken, also den Ton, entweicht die Luft. Und dann könnt ihr auch hier die Sitze entlüften. So, Luft entweicht. Ich mache das immer noch so, dass ich die ein bisschen zusammenlege, ein bisschen nachhelfe, gerade bei den Sitzen. Also ich würde die Sitze wahrscheinlich das nächste Mal echt mit dem Mund aufpusten, weil es einfach schneller geht. Dass so wenig Luft wieder rein muss. So, ich nicke jetzt wieder rein. Bereit für den ersten wirklichen Einsatz. Und jetzt kommt etwas, das zeige ich euch jetzt. Jetzt packen wir es zusammen. Jetzt packen wir es zusammen. So. Jetzt packen wir es zusammen, Freunde. Da gibt es einen Technik-Boy. Ah, wo zeige ich euch das am besten? Am besten. Ich glaube hier vorne. So ist zwar eigentlich falsch. Hier hinten. Ich zeige es euch hier hinten. Dafür drehe ich diese Kamera jetzt extra ein bisschen so noch. Und ich hoffe, das war jetzt gut. Jetzt ist nämlich ganz wichtig, wenn ihr das Ding zusammenlegt, müsst ihr das so überlappen. Das heißt, ich fasse hier das oben an und schlage hier so einmal rein. Wie Chuck Norris einmal so rein, um da so einen Knick hinzukriegen. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht es. Im Grunde wie so ein Handtuch einmal falten.
jetzt auf Handtuch komme. Ich habe keine Ahnung. Ich rede oft so viel und habe keine Ahnung. Und ich hoffe, irgendeine Kamera fängt das jetzt einigermaßen ein, was ich hier mache. Sonst drehe ich durch. Ich dachte, ach, machst du mal so ein Video, da gibt es nicht so viele von, wie man das Ding aufbaut. Und jetzt weiß ich auch warum. Weil das nämlich ein übler Aufwand ist. Und weil man da wahnsinnig bei wird. Wahnsinnig. So. Einfach so. Und ihr müsst das so machen, habe ich rausgefunden. Für mich und für andere. Jetzt auch dann, wenn ihr das Video gesehen habt. Dass man das im Grunde so falten muss, dass diese beiden Enden hier, dass sie fast zusammen liegen. Na, also dass sie fast sich berühren. Ich kann euch das gleich nochmal näher zeigen. Wahrscheinlich schneide ich die Hälfte so raus. Das ist ein Video, vor allen Dingen das, wo mir eben die Luft rausgegangen ist. So, Freunde. Was habt ihr jetzt davon? Jetzt ändere ich nochmal die Perspektive, damit ihr das vernünftig seht. Und zwar ziehe ich jetzt diesen Schlups hier raus. Ist kein Aufwand, ist hier zu viel. So, und ich hoffe einfach, man kann das jetzt... Die Osmo Action ist eine tolle Kamera, aber Leute, warum gehen die Monitore aus, wenn man aufnimmt? Dann kann man nichts mehr kontrollieren. Das ist bei der Panasonic besser. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Ich werde jetzt das Boot zusammenfalten. Dafür beginne ich hier vorne. Also, vielleicht kann man das ja sehen. Ich nehme hier die Hälfte von dem Griff und falte, oder nicht mal die Hälfte, und falte, so habe ich das für mich rausgearbeitet. Das ist nicht so offensichtlich. Das so, dass dieser Schnürpsi hier gerade wie so ein M im Grunde hier in diesem Ding drin liegt. Das ist mein erster Knick. So, dann einmal knickern und dann schön mit den ganzen Kilos, die ihr so habt, hier drauf. Und dann, achso, das ist auch noch wichtig, hier diese Ränzel am Anfang und am Ende stehen hier immer so in Flaschen für mich raus. Die packe ich hier so rein. Das ist aber nicht wichtig. Also das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ihr das jetzt ordentlich komprimiert. Ich denke mal, das Material kann das ab. Das muss es abkönnen. Das muss es abkönnen. So. Und halt mal mit dem Gewicht drauf. Und dann auch hier den Knick ordentlich verschnürzeln. Umso enger ihr es jetzt packt, desto besser kriegt das hinter in den Stausack. Wenn dann Gras und so dran ist, das ist ein alter Trick noch aus meinen Festivalzeiten vom Zelt einpacken. Wenn er es jetzt geknickt hat, einfach einmal mit der Hand den Dreck und das Gras runter. Nächste Mal wieder drauf. Schön die Luft rausdrücken, weil hier die Kammern hier vorne sind jetzt ja auf. Das heißt, die Luft entweicht die ganze Zeit. Die Luft entweicht die ganze Zeit jetzt aus den Kammern. Und ja, Punkt. Jetzt sieht er mich auch da wieder, ne? Und vielleicht sogar da. Da bleibe ich jetzt auf dieser Position. Wie schon gesagt. Wieder mit Druck das Ganze runterdrücken. Schön packen. Nicht zu eng. Wenn er vielleicht zu schwer seid. Guck mal, jetzt kommt immer an einer anderen Stelle raus. Jetzt bin ich hier bei den Luftkammern angelangt. Jetzt höre ich mit der auf, also damit auf, knicke den vorderen Teil einmal ein, drücke auch hier natürlich die Luft raus, ganz wichtig. Und jetzt schlage ich das hier einmal über und es ist wieder anders verpackt. Und vermutlich werde ich es, immer wenn ihr nicht dabei seid, kriege ich es besser gepackt. Das könnt ihr euch jetzt mal überlegen, was das bedeutet. Für euch bedeutet. So, Freunde. Jetzt das Ganze hoch und unter.
und natürlich loslassen, damit die ganze Luft wieder reingeht. Und ich hab's wieder. Es ist unfassbar, dass ich das jedes Mal verkacke, wenn ich es vor der Kamera einpacke. Verkacke ein. Passt ja. Aber es geht noch. Also ihr müsst diesen Riemen unbedingt da rumkriegen. Dann wisst ihr, es ist so halbwegs okay. Wenn ihr es ein bisschen lose packt, also nicht ganz so fest wie ich jetzt, ist das, denke ich mal, auch kein Problem. Der Packsack von Gomotex ist so groß, dass ihr das da locker reinkriegt. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Das habt ihr euch jetzt verdient. Ich mache das dann immer so, dass ich hier den so ein bisschen hochhalte. Einmal hier rein, ein bisschen vorgeschoben. Und jetzt sollte der reinflutschen. Zack. Passt, wackelt, hat Masse Luft. Bin jetzt gerade überlegen. Die Pumpe, Schlauch ab. Und ich glaube fast, ich könnte die Pumpe hier sogar noch reinstecken. Das ist, glaube ich, sogar noch besser. Pumpe rein. Ganz wichtig, Schlauch von der Pumpe rein. Den ganzen Müll, den ich hier so produziert habe, der kann jetzt weg. Ja, dieser Adapter. Achso, die Finne würde ich da auch noch reinpacken. Und alles, was nicht nass geworden ist, kann dann hier vorne rein. Sprich, ne, Flickzeug und der Schwamm. Er hat so ein Metallteil, den will ich jetzt auch nicht unbedingt direkt ans Boot kommen lassen. Dann kann man das hier verschließen. Ja. Das ist vom Schwamm. Ich dachte, da kann man nochmal zauern, aber so ist es nicht. Man kann es jetzt hier so verschließen. Und jetzt die Kamera an der Position. Nochmal, ein letztes Mal. Damit die Verwirrung auch komplett ist. So, auf Originalposition. Und jetzt kann man hier im Grunde hier so eine Plastikkante aus ein bisschen härterem Plastik. Da kann man das jetzt so eindrehen. Luft muss natürlich auch hier raus, aber die weicht an den Seiten. Und jetzt kann ich das einfach hier übereinander schnupsen. Ich kann hier den Riemen nochmal anziehen. Weil ist das Ding auch relativ klein. Man hat uns hier noch hinten noch so zwei Laschen. Damit kann man sich das ganze Gebamsel auch über den Rücken werfen. Aber Freunde, das sind jetzt 17 Kilo. Das ist schon ganz ordentlich. Es geht, ne? Also man kann damit eventuell noch latschen. Aber will man das? Ich weiß es nicht. Also für kurze Strecken mit Sicherheit überhaupt kein Problem, das Ding auf den Rücken zu transportieren. So ist es ja auch gedacht. Mit dem Eckler Beach Rolli nochmal einer oben drauf. Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Und ich hoffe, dass es bald warm wird und ich eine Tour damit machen kann. Und jetzt wünsche ich euch, auch in diesen beschissenen Zeiten gerade, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt wacker und gehabt euch wohl, euer Opa Zeron. Und wir sehen uns entweder das nächste Mal im Let's Play oder auf dem Wasser oder anderswo. Auf Wiedersehen.